Dann haben wir eben gesagt, wir sind jetzt alle frisch verliebt, fahren wir nach Verona. Und der Uschi war komplett begeistert. Er hat gesagt, jawohl, das machen wir. Ich wollte schon immer mal nach Spanien. Wir haben nichts gesagt, wir haben nichts gesagt. Na, da kann ich auch endlich mal die Heimat von meinem Carlos kennenlernen, von meinem neuen Freund. Ja, ja, weil die Uschi ist ja jetzt mit dem Carlos zusammen. Ja. Raumausstatter. Und beim Laminat verlegen im Wohnzimmer, da hat's gefunkt. Wie hat der Uschi damals so gesagt, wie er da vor mir gestanden war, mit seinem spanischen Oberkörper. Da habe ich die Kastagnetten im Herzen gespürt. Wo ich noch gesagt habe, ich will ja nichts sagen, aber beim Laminat verlegen, da steht mir doch nicht, da kniet mir eher, oder? Ja, das hat er ja auch gemacht. Und wie er da vor mir gekniet war, mit seinem spanischen Oberkörper, da habe ich den Flamenco in den Lungenflügel gespürt. Und seitdem sind die zwei zusammen. Ah, wahnsinnig verliebt, gell? Ne, mit dem Carlos, gell? Ja, da hat er ja noch diesen Satz zu mir gesagt, diesen spanischen Satz, wart mal, wie ist er gegangen? Baguette Laminat PVC. So, was war das für ein Satz? Baguette Laminat PVC. Die Uschi glaubt bis heute, das ist ein spanischer Satz. Und bedeutet irgendwas wie, ich liebe dich. Und der Carlos hat es bis heute nicht aufgeklärt. Der Carlos hat auch bis heute nicht der Uschi gesagt, dass er gar nicht Carlos heißt, sondern Günther. Carlos ist bloß ein Spitzname, weil sie ihm vor 3 Monaten das Auto geklaut haben. Jetzt ist er sein Carlos.